Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ich spiele mit euch Bastion. Und beim letzten Mal ist da ja so einiges schief gegangen. Wenn du in Gefahr bist, versuche es mit einer Geheimfertigkeit durchdrücken, rechte Maus. Also Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. See, Zolf and I were just wrapping up a heated discussion. Ja, das wissen wir. Zolf can barely muster the words. The calamity failed, he says. But I will not. Okay. And with that, Zolf leaves us here, alone. Ja, das wissen wir alles schon. Also, wir haben hier das zerbrochene Monument. Jetzt können wir mit denen reden. Zolf cursed the city. Cursed the Bastion. Cursed me. Said he was going home. Okay. When Zolf got through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. Okay, und wir haben ja immer noch unseren letzten Kern hier. Den können wir mal einsetzen. Zolf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put it back together. The shards. Shards? We're gonna need all of them to nurse the Bastion back to health. Ja. Das heißt für mich jetzt was? Warum ruckelt das Spiel jetzt so? Etwas Grobes ist also für die Blechmuskete und etwas Schmieriges für die kleinen Pistolen. Büchse mit Klapperschwanzöl, einem mechanischen Schmiermittel aus einer Nebengattung des unterirdischen Schädlings gewonnen. Takes a lot of moving pieces to make a dependable sidearm. Ja. So. Aber nochmal die Frage, was muss ich tun? Ich glaube, ich mache das, was ich sonst auch mal tue. Ich gehe mal zum Skyway. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Ja, aber Jason-Sumpf, Splitter geortet, irgendwo in diesem fauligen Sumpfland. Es ist ja nun nicht so, als hätte ich nicht schon genug fauliges Gekrams gesehen. After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Ja, oh, das ist jetzt nicht so wild. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. Mich würde mal interessieren, was die beiden da jetzt genau gemacht haben. Warum die sich so in die Köpfe gekriegt haben. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Zuki? Ich will echt nicht irgendwie spielverderbend wirken, aber ich habe bislang noch kein Monster gesehen und da ist der Schaden einfach so. Ich, Shame, the only place to fill that prescription is out here in the wilds. This place is intoxicating. Okay. Die unbekannte Wildnis erstreckt sich über den Großteil des Kontinents. Und ihre Hand ist eine stille Verlockung. Might be gone for good, for all I know. Au. Also, wherever he is, somewhere I've never been, somewhere I never want to go. Hm.
Ach, hier war doch die Sängerin. Und was sind das für lustige Kugeln, die mich da verfolgen? Was um Himmels Willen tun die? Was wollt ihr alle von mir? Sirena. The dead welcome him with open arms. Schon irgendwie auch so ein bisschen eine Freakshow hier. Also auch schon bei den Toten unterwegs. Boah, das wird ja hier richtig hart. Das war doch bislang ein ganz nettes Spiel. Hilfe! Mayday, Mayday quasi. What do you say to a kid who's seen too much? Aufgeben? Warum sollte ich aufgeben? Ich glaube, es hackt, aber ich glaube, ich muss aufgeben. I'm Zulf of Liura. Pleased to make your acquaintance. Now I can see something stranger still. Did anybody else survive? Ich hätte ganz gerne mal wieder ein paar Heiltränke. Ich meine, man kann... Enough, he finds. Ich hätte gerne Heiltränke. Eins. Aus irgendeinem bekloppten Grund mögen mich jetzt alle? Kann ich ja fast nicht glauben. Wow, das Viech ist echt heftig. Nein! Das gibt's doch nicht. Wir müssen den Bereich neu starten. Ich bin verärgert. Sehr verärgert. Na gut, aber jetzt wissen wir, worauf wir uns einlassen. So, wenn man also stehen bleibt, kann man die einen nach dem anderen umschießen. Das ist ja lustig. So und so.
Das ist ja wie Moorhuhn. Das ist ja eine feine Sache. Nur dass das Nachladen zu lange dauert, das nervt natürlich ein bisschen. Aber immerhin haben die Pistolen noch ein bisschen mehr Schuss als meine Repeater Gun. Sie werden durch das Drehen am Handgelenk nachgeladen. Also. Ich sehe nichts. Für alle diejenigen, die sich immer schon mal darüber Gedanken gemacht haben, wie man eigentlich Pistolen nachlädt, man dreht sie einfach. Gruselig, wenn man nicht so genau sieht, wo man hinläuft. So. Hier stehen noch ein paar rum. Die können wir auch gleich mal einsammeln. Haben wir hier da unten auch gleich mit. Wäre sehr hilfreich. Auch du musst stehen bleiben. Na! Ich habe noch nicht ganz raus, wann sie stehen bleiben und wann nicht. Ich glaube, ich habe sie jetzt mit geringerem Aufwand umgepuckt als noch zuvor. So, jetzt müsste ja die Sängerin kommen. The dead welcome him with open arms. Jawohl. Kid pops up. Mal heilen. So, jetzt noch die Leute alle über den Haufen hauen. That is a survivor. No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. So was wie, nimm dir noch ein Bier. So. Auf zu Suhl. Mal gucken, ob ich jetzt weiterkomme. Ich immerhin habe ich I'm Zulf of the Ura. Pleased to make your acquaintance. Das ist grün. Now the kids see something stranger still. Did anybody else survive? Yeah. Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds. Was passiert eigentlich, wenn ich hier direkt einfach durchlaufe? Now the bastion can send him even farther into the wild unknown. Okay. Kid sets foot inside one of Ceylandia's famous watering holes. Alles Orte, an denen wir schon mal waren. Ja, und das auch der gute Wirt. Das stand hier aber vorher nicht. Was ist denn hier los? So, stehen wir zumindest mal in Sicherheit. Dann können wir das Ding einmal umpogen. So. Den Rest überlassen wir sich selbst quasi. Los, schießt euch über den Haufen. Genau so. Das Ding. Eieiei, das sind viele. Das sind sehr viele. Was jetzt nicht so wild ist, weil die sich alle gegenseitig über den Haufen schießen.
So. Ja. Ein Heidenspaß für groß und klein. Kadengel, Kadengel. So, das sieht doch gut aus. Den Dingel kaputt machen? Ja, das kann ich gut. Das kann ich sehr gut. Nichts, ich habe ihn nur. Now here's a kid whose whole world's all right, snoozing there on a rock in the sky. He wakes up. I'm just fooling. Okay. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. Yeah. He sees what's left of Piff the Bull. So ein bisschen Angst macht es mir schon. He sees what's left of his lifelong friend. Muss man sich jetzt noch There's no way out. Oh. Selbst über einen Haufen hauen. His friend. He's come undone. Was an und für sich eine nette Idee ist. Aber anstrengend. Ich habe keine Waffen. Was muss ich tun? Ah. Ja, jetzt einpacken. Holz nehmen. Feuer machen. Ah, dieser kleine weiße Punkt. Und hinlegen. Ausruhen. Was passiert hier? Nicht mehr mit Text. Sauerei. Thought we'd lost him, but he finally comes to. Ah. Jetzt würde ich gerne den Splitter mitnehmen und einfach abhauen. Bitte. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Ich plädiere klar für da, wo ich hergekommen bin. Nein? Doch. Da muss doch noch der Skyway sein. Stay out in the wilds long enough. It messes with your head. Mhm. Best not to stick around too long in a place like this. Ich hätte da gern mal ein Problem. Wo um Himmels Willen soll ich denn hier wegkommen? Und warum wird der Bildschirm rot, gelb? Dings. Wo um Himmels Willen soll ich denn hier rauskommen? Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht gibt's hier ja einen schlauen Weg. Nicht, dass ich damit rechne, aber versuchen kann man's ja mal. Und da kommen wir eigentlich her. Ah, hier baut sich ein neuer Weg auf. Was? Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Disgusting things. Zum Himmels Willen, was das denn?
Ever heard of a lung blossom? It's bigger than the stories say. Ob ich mir Sorgen machen muss? Wegen dem, was die Designer geraucht haben? Eieiei. Was geht denn hier bitte ab? Aber hier stehe ich zumindest gerade mal in Sicherheit, was diese blöden Nadelkissen angeht. Das sieht nicht allzu gut aus. Kid ain't about to be playing food just yet. Übelst. Das macht doch keinen Spaß. Okay. Ich komme nicht auf hin. So, schnell noch das eingesammelt. Jetzt gibt's mal Saures hier. So. Aufs Maul. Well, kid prunes it down to size somehow. Sehr schön. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. Yo. So. Du suchst eine echte Herausforderung, geh zum Schrein und rufe mehr Götzen herbei. Shard is like a poor man's core. But beggars can't be choosers. Ja, und alles, was weiter passiert, das klären wir in einem anderen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst einen Comment oder eine Bewertung. Das würde mich auf jeden Fall sehr glücklich machen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.